3 Niederlagen in Folge und eine dünne Personaldecke. Vom tollen Saisonstart der Dornbirner Bulldogs, da ist nicht mehr viel über. Man findet sich im Mittelfeld der Tabelle wieder. Ganz anders der Tabellenführer aus Neumoor, der bringt auch den gefährlichsten Spieler der Liga mit, Colton Yellowhorn. Ein Ziel haben die Bulldogs heute vor dem Spiel ausgegeben. Man möchte nicht so wie in den letzten Spielen allzu schnell in Rückstand geraten. Der Plan, der geht aber so überhaupt nicht auf. Es dauert ganze 24 Sekunden und hier ist die Führung für die Gäste aus Tschechien. Roman Tomáš mit dem 1:0. Aber positiv formuliert, die Dornbirner sind frühe Rückstände gewohnt und lassen sich auch heute Abend davon nicht aus der Ruhe bringen. Ganz im Gegenteil, hier ist der Ausgleich in der 5. Spielminute, das 1:1. Eigentlich war der Schuss abgelenkt von Marek Sakrapan, aber der Torschütze ist Martin Grabherr-Meyer. Und dann auf einmal haben die Dornbirner sogar die Chance, in Führung zu gehen. Aber Matt Siddall kann den Ausflug von Patrick Nechvatal hier nicht ausnutzen und die Fans, die stehen hinter ihrer Mannschaft. Und tatsächlich, die Dornbirner präsentieren sich gut. Die haben dann zwischenzeitlich sogar die Chance auf die Führung. Aber James Livingston, der scheitert hier nur knapp. Also, nach den ersten 20 Minuten ein interessantes Spiel, 1:1. Und im zweiten Drittel, da sollte sich dann ein regelrechter Schlagabtausch entwickeln. Die erste Chance allerdings, die haben die Tschechen. Roman Tomáš, der fährt hier auf David Matten in der Zone und er trifft erneut. Die zweite Führung für Neumoor, das 2:1 in der 30. Minute. Und dann gleich kurze Zeit später die nächste Chance für Neumoor, aber jetzt hat David Matlener die Beine geschlossen. Patrick Novak kann hier nicht treffen. Chris Dalvis dann wieder mit der Chance auf den Ausgleich. Und da wird er regelwidrig gelegt. Also Chance vom Punkt, also Penalty Shot für die Dornbirner. Chris Dalvis, der lässt sich Zeit, aber er kann Patrick Nechvatal hier nicht besiegen. Es bleibt also beim 1:2 aus Sicht der Hausherren. Und dann ist wieder Neumoor da, Colton Yellowhorn, der gefährlichste Spieler der Liga, der versemmelt diese Chance, aber die Gäste führen nach 40 Minuten mit 2:1. Die Dornbirner kommen dann noch mal einen Tick stärker aus der Pause, aus der Kabine. Die erste Möglichkeit für Chris Dalvis, die kann er nicht nutzen und dann kann auch hier Sakrapan die Chance zum Ausgleich nicht verwerten. Die Tschechen geben dann eine Lehrstunde, was Effizienz betrifft. Neumoor kommt hier wieder gefährlich vor das Tor. Und dann Schuss aus der zweiten Reihe. Antonin Boruta, der stellt auf 3:1 in der 47. Minute. Und das dürfte wohl schon die Entscheidung gewesen sein. Aber es gibt noch einen Schlusspunkt bzw. ein Sahnestück. Die Kamera wird hier ein klein wenig überrascht. Achten Sie auf den Herrn, der da jetzt gleich mit den weißen Handschuhen vors Tor kommt. Schuss von Lubomir Stach und dann ist Petr Bucha da. Das 4:1 in der 53. Minute. Der Treffer wird dann aber doch Lubomir Stach zugewiesen. Ebenfalls Dornbirn, guter Auftritt, aber das war gegen den Tabellenführer ganz klar zu wenig. Neumoor gewinnt 4:1. Wir haben die allermeiste Zeit eigentlich mitgespielt. Ja, es ist aber nichts rausgekommen und dieses Pech verfolgt uns jetzt eigentlich schon die letzten Wochen. Wir bekommen wirklich tolle Möglichkeiten vor dem Tor, aber wir können sie nicht nutzen. Was will man mehr? Wir haben 5 Breakaways gehabt, einen Penalty-Shot und davon haben wir maximal einmal überhaupt nur aufs Tor getroffen. Wir haben also unsere Chancen, die nutzen wir nicht. Wir müssen einfach mehr tun, noch ein bisschen mehr arbeiten. Die Arbeit vor dem Tor, die können wir den Spielern nicht abnehmen. Ich hoffe, sie finden wieder den Weg ins Tor. Wichtig ist auch, der Torhüter, der macht derzeit immer dann die Saves, wenn man sie braucht. Es gibt Stabilität, aber ein wichtiger Schlüssel heute Abend, wir haben einfach die Chancen genutzt, die sich uns geboten haben. Dazu haben wir auch versucht, richtig schnell zu spielen.